Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Ich tue mal kurz das Mikro ein bisschen mehr an meine Klappe. So, let's go. Also wir sollen jetzt die Schurkenbasis erreichen. Und ich glaube, das wird total easy. Weil hier sind auch Munition und alles. Easy. Bernsteinsumpf. Achso, das ist ja genau. Der nächste, bitte. Schon tot? Okay. Gut. Hast du mich etwa angespuckt? Ja, siehst du mal. Gut, dann gehen wir mal weiter. Sieht schon echt cool aus. Also ich mag wirklich sehr das Design von Borderlands 3. Ach, was bist du denn für einer? Unten ist auch noch einer. Noch was? So, jetzt verbremsten. Oder auch nicht. Kann ich da runter? Schon, ne? Ja. Wir sind da aber nur so kleinen Tiergedöns. Das interessiert doch niemand. Alter, geht's euch gut? Ich bin zurück. Ja, hoffe ich doch mal. Gut, wohin? Wohin eigentlich hier? Die sehen eigentlich auch cool aus. Genau, komm her! Du bist böse, ne? Ja. Euch doch wenigstens an. Das hat sich ein bisschen verzogen. Kommt schon, Schlappschwänze. So, da ist auch noch mal so einer, aber schlechter als meiner. Pumpgun muss sein.
ist ein... Ah, da ist der Kleppi Treppi. Speicherpunkt. Na komm. Wo muss ich denn hin? Ach. Ich bin ganz falsch. Gut. Wenn man sowas wie eine Map hat, könnte man das doch mal benutzen, ne? Ja, ja, schlapp, schlapp. Die haben einfach ihre Kacke wieder geworfen. Ah, da oben. Hi. So, sehr schön. Gibt's hier irgendwas? Nur Kohle, ne? Was ist mit den Kohlen? Naja, gut. Dann gehen wir mal zu den Feuerhub oder wie der heißt. Ein Skin für die Waffe. Furzender Jabba, okay. Mit dem Schurkenblick. Flup, 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 flup. Also. Hä? Achso, da oben. Hä? Achso. Ich bin dumm. So. Mann, ist das dunkel. Guck mal, ob du hier Licht machen kannst. Archimedes, wo zur Hölle steckst du, Mann? Der Anblick gefällt mir gar nicht, aber sieh dich um, ob du irgendwas in dem Chaos findest.
Irgendwer hat eine Blutorgie gefeiert und alle waren eingeladen. Definitiv. Scheiße, das ist Cassie, die beste Schmugglerin bei den Schurken. Das war sie zumindest. Cassie. Ich hab seinen Namen vergessen, aber das würde ihn auch nicht wieder lebendig machen. Also ist's auch egal. Der Kerl und ich, wir waren der Stolz der Vastlands. Jetzt sind nur noch Aufschnitt und Eingeweide von ihm übrig. Das ist nicht Archimedes. Natürlich kannte er nur der Cassie. Das Gesicht ist nur schwer zu erkennen, aber das ist Archimedes ID. Schätze, er ist wohl wirklich weg. Nimm seine Sicherheits-ID mit, Kammerjäger. Wir brauchen sie vielleicht noch. In Ordnung, wir sollten die Sicherheitskonsole überprüfen. Okay. Mal sehen. Ah, wann kommt Archimedes zurück? Er hat gesagt, wir sollen uns hier verstecken. Heute werden wir nicht mehr extrahiert. Vielleicht morgen. Was glaubt ihr denn, wie lange wir dieses Fragment verstecken können? Im Sumpf wimmelt es nur so von Karika. Hey, was soll das? Wie haben die uns gefunden? Jemand hat meine Schurken kalt erwischt und das Fragment gestohlen, aber ich bin kein Detektiv. Ich habe aber etwas verdammt Ähnliches. Drück diesen Knopf da vorne. Na, das war KDK. Das haben wir doch erkannt. Ja, manchmal muss ein Schmuggler seine Fracht schnell loswerden. Die Schurken setzen dann einen speziellen Beutefinder ein. Habe ich selbst entworfen. Mit dem Baby können wir verlorene Güter auf dem ganzen Planeten wiederfinden. Nice. Aber in diesem Fall spüren wir das Fragment auf und den Verräter, der es gestohlen hat. Verdammt, das hatte ich vergessen. Jeder Schurke hat eine Sicherheits-ID. So wie die, die du von dem Blutklumpen hast, der mal Archimedes war. Wer auch immer meine Schurken getötet hat, war schlau genug, ihre übrigen IDs einzustecken. Zum Glück habe ich noch ein paar Leute im Einsatz. Hol dir ihre IDs, damit wir den Beutefinder aktivieren können. Fang mit Agent D an. Er ist in der Nähe. Kontaktiere D, während ich die anderen informiere, dass du kommst. Okay. Agent D ist ein Meister der Tarnung und der Fallen. Und ein verdammt guter Pole Dancer. Was in dieser Galaxis hilfreicher ist, als du vielleicht glaubst. Du wirst schon sehen. Agent D ist auf einer Ablenkungsmission. Er hat die KDK hypnotisiert. Diese Banditen machen keinen Finger mehr krumm, ehe du die nicht den Befehl gibst, seine Deckung aufzugeben. Ich schätze, diese dämlichen Schweine sind nur auf Taurine reingefallen, weil sie sonst niemand geliebt oder geachtet hat. Aber das ist noch lange kein Grund, die Galaxis niederzubrennen. Eine fette Waffe war das gerade. Na, wo ist die KDK? Ich brauche Deckung! Für die Zwillingsgötter! Hinein ins Licht der Kalypso! Da kommen sie! Wow. So wie es halt kann. Wo bist du? Da bist du. Also, ich, ja, ich war, glaube ich, ein bisschen zu gemütlich unterwegs. Gut, gebe ich ja zu. Upsi. Die KDK werden triumphieren. Feindliche Umgebung. Granate. Wir trauern, echte Familie. Gut, dann hol ich halt mein Bär. Bist du sicher? Ja.
bisschen, ja, Overkill, aber naja. Kann ich ja noch nicht machen. Ja. Dann springe ich einfach da jetzt runter, wenn es geht. Aber natürlich geht das nicht. Und von hier komme ich. Ja, doch, von hier komme ich rüber. Bäh. Und noch eine. Nice. Aber es sieht nicht so aus, als würde ich von hier rüber kommen. Oder? Doch, es ist der einzige Weg sogar. Na gut. Also haben wir eine Todesmaschine gebaut. Vorschlag, ich filme mit meinen Mordkameras, wie du dich selbst umbringst und ich gebe dir eine einmalige Waffe dafür. Ich schätze, du könntest versuchen, mir den Spaß zu verderben, meine Mordkameras zerstören, was auch immer, aber mal im Ernst, du bist eine Waffenhure, das wissen wir beide. Und diese Waffe hier ist deine Selbstachtung mehr als nur wert. Okay. Und trotzdem kann ich noch aufstehen. Ein Schwesterherz wird dich dafür kalt machen. Habt ihr Schwestern? Viel Glück im nächsten Leben. Und du, der Esel, verdammt Esel! Ja! Mehr Licht. Dem, 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 Bonanza. So. Wohin? Dahin? Ja. Soll ich mich dann wirklich selbst töten für eine Waffe? Naja, ich werde ja wiederbelebt, also. Was? Sie ist auf die Schuppenblickmarke. Hä? Nee, ich check gerade nicht, was ich machen soll. Sie
wird Zeit, diese Kotnörter zu zerschnitzeln. Ich glaube nicht, dass die ihn wirklich killen können. Das ist jetzt ein ultra rasender Juhu. Unter uns und du brauchst meine ID. Hier, nimm, Baby. Wer der Verräter auch ist, Clay wird ihm die Gliedmaßen einzeln ausreißen, wenn ich ihn nicht zuerst finde. Schlitzohr, jetzt müssen wir noch Schleichfuß finden. Jäger von Beruf, ein Geheimbriefkastenmeister. Er hat Abhörgeräte aufgestellt, um Infos über die KDK zu sammeln. Check sein Versteck und finde heraus, was er vorhat. Ich fasse es nicht, dass einer meiner Schurken abtrünnig geworden ist, aber Schurken sind eben Schurken, richtig? Hätte ich wissen sollen. Mein Fehler. Mhm. Gut, interessante Frau. Erstmal fett im Schritt kratzen, okay. Warum nicht? So, dann haben wir schon mal die ID von dir. Ah, das ist auch haftend. Das ist natürlich lustig. Wow. Clay, ich hoffe, du hörst das hier. Einer der Schurken ist jetzt wohl bei den KDK. Ich tauche ab, um der Sache nachzugehen. Finde mich, dann erfährst du mehr. Dieses Echolog zerstört sich in 3 Sekunden selbst. Piep, piep, piep. Nur ein Scherz, Clay. Ich würde dich nie töten. Bist du deine Familie, Kumpel? Okay. Dann würde ich sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Macht's gut, bye bye.